Im heutigen Video haben wir wieder eine Kombination aus zwei Themen. Das erste ist die magischen Gesetze und darauf folgend kommen natürlich die magischen Gefängnisse in der Zaubererwelt. Doch recht passend, wie ich finde. Viel Spaß! Genau wie in der Muggelgesellschaft müssen sich Hexen und Zauberer innerhalb des Rahmens eines Gesetzes verhalten und bewegen. Ein bisschen davon haben wir in den Filmen gesehen. Zum Beispiel, als Harry eine Disziplinaranhörung vor dem Zaubergamot hatte. In diesem Fall hatte Harry einen Patronuszauber angewandt, um die Dementoren abzuwehren, die ihn und seinen Cousin Dudley angriffen. Zum Glück für Harry schritt Dumbledore ein und beschützte ihn, was dazu führte, dass Harry ohne eine Anklage davonkam. Allerdings ist Zauberei für Minderjährige nur ein Gesetz in der Zauberergesellschaft, die in Wirklichkeit viel mehr Gesetze hat, als du vielleicht denkst. Heute werden wir sie aufdecken, zumindest alle, von denen wir Informationen haben. Lasst uns direkt starten. Beginnen wir als erstes mit dem größten und wohl auch dem wichtigsten Zauberergesetz, dem Internationalen Statut der Geheimhaltung von Zauberern. Dieses Statut oder Zauberergesetz wurde 1692 eingeführt, um die Existenz von Hexen und Zauberern vor den Muggeln zu verbergen. Pottermore sagte dazu Folgendes: Die zaubernde Gesellschaft war nicht immer so versteckt, jedenfalls nicht so systematisch. Im Mittelalter wurden Zauberer brutal von Muggeln verfolgt, die Angst vor der Magie hatten, aber auch nicht sehr gut darin waren, sie zu erkennen. Dies führte dazu, dass viele Zauberer in selbst auferlegter Geheimhaltung operierten. Einige extremistische Zauberer wollten Krieg gegen die Muggel, aber die breitere Gemeinschaft entschied sich stattdessen für die Geheimhaltung. Ein internationales Gesetz, das vom Zaubereiministerium jedes Landes durchgesetzt wurde und das für die Geheimhaltung von Gesellschaften, die Kontrolle von magischen Tieren, Wesen und Geistern zuständig war. Es sorgte aber vor allem dafür, dass die Zauberer nicht aufflogen. Die Einführung des Gesetzes war jedoch nicht unumstritten. Das internationale Geheimhaltungsstatut für Zauberer war die Quelle einer umstrittenen Debatte in der zaubernden Gesellschaft, vor allem weil die Leute gefragt haben, ob Zauberer diejenigen sein sollten, die im Untergrund leben sollten und nicht die Muggel. Es handelt sich um eines der größten und wichtigsten Zauberergesetze, da es direkt für die Grenzen zwischen Muggel und Zauberei verantwortlich ist. Verstöße gegen dieses Zauberergesetz werden besonders ernst genommen und die Strafen können ziemlich hart ausfallen. Als nächstes haben wir das Muggelschutzgesetz. In Abgrenzung zum letzten Gesetz, das in erster Linie geschaffen wurde, um Leben auf beiden Seiten zu retten, haben wir das Muggelschutzgesetz, ein Gesetz zum Schutz von Muggeln vor potenziell schädlichen magischen Objekten. Dieses Gesetz wurde teilweise von Arthur Weasley verfasst, dem Leiter des Büros für den Missbrauch von Muggelgegenständen im Ministerium. Das Muggelschutzgesetz war einer der Gründe dafür, dass das Zaubereiministerium Razzien durchführen konnte und auch durfte. Dieses Gesetz zwang Leute wie Lucius Malfoy zu Borgen und Burks zu gehen und Familiengegenstände zu verkaufen, die äußerst fragwürdig waren. Als nächstes haben wir das Dekret zur gerechtfertigten Konfiszierung. Das Dekret, das sich von dem oben erwähnten Gesetz ableitet, erlaubte dem Ministerium die Konfiszierung von Gegenständen, von denen sie annahmen, dass sie illegal sind. Das Ministerium durfte dann die Gegenstände für einen Zeitraum von 31 Tagen behalten. Rufus Skimgore machte sich dieses Gesetz zunutze, um die Gegenstände zu untersuchen, die Dumbledore, Harry, Hermine und Ron hinterlassen hatte, darunter auch das Schwert von Godric Gryffindor. Als nächstes haben wir das Register der verbotenen, verzauberbaren Gegenstände. Auch im Bereich der magischen Gegenstände und Artefakte gibt es das Register der verbotenen, verzauberten Gegenstände. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Liste aller Gegenstände, bei denen es Zauberern und Hexen gesetzlich verboten ist, sie mit Zauberei zu verändern. Als nächstes haben wir das Verbot der experimentellen Züchtung, ein Gesetz, das dem Magizoologen Newt Scamander sicher bekannt sein dürfte, denn er hat es eingeführt. Dieses Gesetz verbot die Erschaffung neuer, gefährlicher magischer Kreaturen in Großbritannien und wurde 1965 eingeführt. Dieses Gesetz überließ die Erschaffung neuer Rassen dem Ministerium. Newt betrachtet die Umsetzung dieses Gesetzes als seine größte Leistung. Ein großartiges Beispiel für die Nichteinhaltung dieses Gesetzes war die Begegnung von Harry und Arthur Weasley mit einem Ministeriumsangestellten mit einem Karton, der ein feuerspeiendes Huhn enthielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kreatur nicht das Produkt einer experimentellen Zucht war. Als nächstes haben wir den Werwolfs-Verhaltenskodex und das Register.
Der Verhaltenskodex für Werwölfe bezieht sich auf eine erfolglose Gesetzesinitiative, die Werwölfe aufgefordert hat, sich bei ihrer jeweiligen Zauberregierung zu registrieren und sich jeden Monat an eine Reihe von Anweisungen zu halten. 1637 wurde ein Verhaltenskodex für Werwölfe entwickelt, den Werwölfe unterschreiben sollten, indem sie versprachen, niemanden anzugreifen und sich jeden Monat sicher einzuschließen. Es überrascht mich nicht, dass niemand diesen Kodex unterzeichnete, denn niemand war bereit, ins Ministerium zu gehen und zuzugeben, ein Werwolf zu sein. Jahrelang blieb dieses Werwolfsregister, in das jeder Werwolf seinen Namen und seine persönlichen Daten eintragen sollte, leer, weil so viele der Neugebissenen versuchten, ihren Zustand zu verbergen und der unvermeidlichen Schande und Verbannung zu entgehen. Als nächstes haben wir das Animagus-Register. Ein Animagus ist eine Hexe oder ein Zauberer, der oder die sich nach Belieben in eine Tierform verwandeln kann. Dies ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, die nur wenige besitzen. Aber mit dem Wissen um diese einzigartige Fähigkeit geht die Verantwortung einher, den Animagus-Status beim Zaubereiministerium anzugeben. Diese Registrierung beinhaltet die Offenlegung der eigenen Tiergestalt und besonderen Merkmale. Der Hauptgrund für die Registrierung ist, sicherzustellen, dass die Animagi ihre Fähigkeiten nicht missbrauchen und das Ministerium sie im Auge behalten kann. Als nächstes haben wir den Kodex für die Verwendung des Zauberstabs. Der Kodex für den Gebrauch von Zauberstäben ist genau das, wonach er klingt. Ein Zauberergesetz, das den Gebrauch von Zauberstäben regelt. Sein Vorläufer war das Zauberstabverbot von 1631. Das Gesetz ist alles andere als fortschrittlich und besagt, dass es keinem nichtmenschlichen Wesen erlaubt ist, einen Zauberstab zu tragen oder zu benutzen. Dieses Gesetz schloss andere magische Wesen wie Kobolde und Elfen vom Tragen von Zauberstäben aus. Die Kobolde wehrten sich vehement dagegen. Dieses Gesetz ist besonders ungerecht, denn es gibt keinen Grund, warum Kobolde, ein Eckpfeiler der Zauberergesellschaft by the way, das Recht verweigert werden sollte, einen Zauberstab zu benutzen. Als nächstes haben wir das Dekret zur angemessenen Beschränkung für Zauberei für Minderjährige. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1875 verbietet die Verwendung von Zauberei durch Minderjährige außerhalb der Schule. Der Begriff minderjährig bezieht sich auf Hexen und Zauberer unter 17 Jahren, für die das Gesetz gilt. Dieses gilt, solange die Spur noch aktiv ist. Dieses Gesetz, das vom Amt für den unsachgemäßen Gebrauch von Magie durchgesetzt wurde, war dasjenige, für das Harry vor Gericht stand, weil er Zauberei genutzt hatte. Der einzige Lichtblick an diesem Gesetz war, dass normalerweise Warnungen ausgesprochen wurden, bevor Maßnahmen ergriffen wurden. Spätere Verstöße hatten jedoch schwerwiegende Folgen wie den Ausschluss aus Hogwarts und das Zerstören ihrer Zauberstäbe. Gemäß Klausel 7 konnte ein Schüler, der nachweisen konnte, dass er sich in einer Situation befand, in der es um Leben und Tod ging, mit einer Begnadigung davonkommen. Es ist auch erwähnenswert, dass sehr junge Hexen und Zauberer von dieser Regel ausgenommen waren, da sie fast keine Kontrolle über die von ihnen erzeugte Zauberei hatten. Ein Beispiel dafür war, als Harry versehentlich das Glas im Reptilienhaus verschwinden ließ. Als nächstes haben wir das internationale Verbot des Duellierens. Die Informationen zu diesem Dokument, dem internationalen Verbot des Duellierens, sind ein wenig unklar. Aus den uns zur Verfügung stehenden Quellen geht nicht ganz hervor, ob sich dieses Dokument auf die sportliche Variante des Duellierens oder auf die mit höherem Einsatz verbundene tödliche Variante des Duellierens bezieht. Ich denke mal, es ist die zweitere. Es ist auch unklar, ob dieses Dokument tatsächlich verabschiedet wurde und wenn ja, in welchem Jahr es verabschiedet wurde. Berichten zufolge hat das britische Ministerium 1994-1995 versucht, Länder in der ganzen Welt dazu zu bringen, sich auf dieses internationale Duellverbot zu einigen. Als nächstes haben wir das Rappaports-Gesetz. Das Rappaports-Gesetz war ein Gesetz, das 1790 von Emily Rappaport, der 15. Präsidentin der MACUSA, des Magischen Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika, eingeführt wurde. Das Gesetz wurde erlassen, um die Trennung zwischen Nomadge, also Muggelgemeinschaften, und magischen Gemeinschaften zu verstärken. Wenn du dachtest, das internationale Geheimhaltungsstatut sei schlecht, würde dich Rappaports Gesetz schockieren. Nach diesem Gesetz war es Hexen und Zauberern gänzlich untersagt, Nomadges, also Muggel, zu heiraten und sogar sich mit ihnen anzufreunden. Dies ist das Gesetz, das Jacob in Fantastische Tierwesen verbot, Queenie zu heiraten. Nur oberflächliche Interaktionen, die sich auf alltägliche Aktivitäten bezogen, waren nach diesem Gesetz erlaubt. Glücklicherweise wurde dieses Gesetz 1965 wieder aufgehoben. Als nächstes haben wir die Richtlinien für die Behandlung von Nicht-Zauberer-Teilmenschen.
Diese waren eine Reihe von Regeln und Vorschriften, veröffentlicht zu einem unbekannten Zeitpunkt, die die Behandlung von magischen Wesen regelten, die nicht ganz als menschlich angesehen werden konnten. Dazu gehörten Kreaturen wie Vampire und Geister. Die Funktion dieser Gesetzgebung war es, weitere Diskriminierung und Vorurteile gegenüber diesen Halbmenschen zu verhindern, die oft von der übrigen Gesellschaft verstoßen und stigmatisiert wurden. Als nächstes haben wir die Liste der Rechte des Zaubergamotts. Die Zaubergamott-Liste der Rechte war eine Liste von Rechten, die sich auf das Zaubergamott Großbritanniens, den Hohen Gerichtshof und das Parlament beschränkten. Die Liste der Rechte bezog sich auf die Rechte des Angeklagten, des Vernehmers und des Zaubergamotts als Ganzes. Eines dieser Rechte war, dass der Angeklagte das Recht hat, Zeugen für seinen Fall zu präsentieren. Dieses Recht hat Harry während seines Prozesses geholfen. Als nächstes haben wir die unverzeihlichen Flüche. Die Anwendung der unverzeihlichen Flüche, Avada Kedavra der Todesfluch, Crucio der Folterfluch oder Imperio der Imperiusfluch, würde zu einer lebenslangen Haftstrafe in Azkaban führen. Dieses Gesetz wurde gelegentlich aufgehoben, wie etwa während des ersten Zaubererkrieges, als es Auroren erlaubt wurde, die Flüche zu benutzen, um dunkle Zauberer zu fangen, die noch auf freiem Fuß waren. Als nächstes haben wir die Verwendung des Veritaserums. Veritaserum ist ein starkes Wahrheitsserum, das den Trinker zwingt, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Verwendung dieses Trankes wird vom britischen Zaubereiministerium streng kontrolliert. Und selbst wenn man es herstellen kann, heißt das noch lange nicht, dass man es auch benutzen darf. Zumindest nicht auf legale Art und Weise. Als nächstes haben wir das Gesetz der Apparierung. Die Apparierung, das heißt die Fähigkeit, sich zu teleportieren, war eine magische Fähigkeit, die vom Gesetz eingeschränkt wurde. Um frei apparieren zu können, muss man eine Apparationslizenz erwerben. Um diese Lizenz zu erhalten, muss man sie von der Abteilung für magische Transportwesen bekommen. Als letztes kleines Gesetz haben wir den Wohnsitz. Alle Hexen und Zauberer, die das Schulalter erreicht haben, werden in einem Register erfasst, in dem ihr Wohnsitz aufgelistet wird. Es ist allerdings unklar, ob Hexen und Zauberer gesetzlich verpflichtet sind, dem Ministerium ihren aktuellen Wohnort zu melden. Die Geschichte aller 8 Zauberergefängnisse in Harry Potter. Im heutigen Video werden wir über alle Zauberergefängnisse in der magischen Welt sprechen. Es gibt nämlich genau 8 Stück davon. Jeder kennt Azkaban, aber kennst du auch die anderen 7? Lasst uns ohne weitere Umschweife direkt mit dem Video starten. Beginnen wir direkt mit dem ersten Gefängnis und das ist der Erkstag. Der Erkstag, den Fans zum ersten Mal im Film Dumbledores Geheimnisse gesehen haben, war ein Zauberergefängnis in Berlin, das vom deutschen Zaubereiministerium genutzt wurde. Der Erkstag war über ein unterirdisches Tunnelsystem zu erreichen und viele glaubten, dass das Gefängnis öffentlich aufgegeben worden war. Wie sich jedoch herausstellte und wie wir in den Geheimnissen von Dumbledore erfahren haben, hielt das deutsche Ministerium bis 1932 immer noch heimlich Menschen in ihrer Einrichtung fest. Am Eingang des Gefängnisses stand ein Gefängniswärter, der die persönlichen Gegenstände der Gefangenen beschlagnahmte. Das Gefängnis selbst, das eine runde Form hatte und spiralförmig nach unten verlief, war dunkel, unheimlich und sicherlich nicht die Art von Ort, an dem man gerne enden wollte, weil die Chancen wieder herauszukommen, zumindest nach den Darstellungen im Film, wahrscheinlich ziemlich gering waren. Am unteren Ende des endlosen spiralförmigen Gefängnisstrukturgefängnisses befand sich anscheinend ein riesiges Monster, das die Gefangenen verschlingen würde, sobald ihre Laternen erloschen waren. Als nächstes haben wir das Gefängnis Nurmengard. Einigen ist Nurmengard als Heimatbasis für Gellert Grindelwalds Operationen während seines tyrannischen Regimes in den frühen 90er Jahren bekannt. Anderen nur als die Burg, in der Grindelwald schließlich gefangen gehalten wurde. Grindelwald erschuf Nurmengard in den österreichischen Alpen aus 2 für ihn wichtigen Gründen. Erstens als Operationsbasis für ihn und seine Gefolgsleute und zweitens um seine Feinde und Kriegsgefangenen festzuhalten. Die am Rande eines Berges gelegene steinerne Festung hatte massive hohe Mauern und verfügte über einen beeindruckenden Turm mit einer kegelförmigen Spitze, der vermutlich als eine Art Wachturm diente. Auch das Gelände von Nurmengard war nicht zu verachten, mit einem umzäunten Innenhof, in dem man sitzen und die schöne Landschaft ringsum betrachten konnte. Das heißt, wenn man nicht von den Gefängnisgittern auf beiden Seiten des Hofes abgelenkt wurde, die dazu dienten, die weniger mächtigen Gefangenen gefangen zu halten. Im Inneren des Gefängnisses wurden die Gefangenen festgehalten, die Grindelwald für eine echte Bedrohung hielt. Das Innere des Gefängnisses war genauso spektakulär wie die Berge drumherum, zumindest solange Grindelwald noch an der Macht war.
Es war mit hohen Fenstern, Samtteppichen und langen Korridoren ausgestattet. Das perfekte Gefängnis für einen coolen Bösewicht wie Grindelwald. Und wenn es auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich war, dass es sich um Grindelwalds Festung handelte, war der über dem Eingang des Gefängnisses eingemeißelte Spruch für das größere Wohl eine sehr gute Erinnerung daran. Ironischerweise wurde Gellert Grindelwald schließlich selbst in Nurmengard eingekerkert. Die Zaubererbehörden hielten es für ziemlich unterhaltsam, ihn innerhalb der von ihm selber errichteten Mauern zu inhaftieren. Wenn es Nurmengard nicht gäbe, wäre er mit ziemlicher Sicherheit in Azkaban gelandet. Jahre später wurde berichtet, dass Nurmengard erheblich verfallen war. Es wurde nicht mehr von Grindelwald unterhalten und diente nur noch als Gefängnis, dem es im Laufe der Jahre immer mehr ähnelte. Schließlich war Nurmengard nichts weiter als ein riesiges, hochaufragendes Gebäude aus schwarzem Fels, das man nur als düster und bedrohlich bezeichnen kann. Als nächstes haben wir das Makusa-Gefängnis. Die Makusa, auch bekannt als der Magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, war im Wesentlichen das amerikanische Zaubereiministerium. Und genau wie das deutsche Zaubereiministerium hatte auch die Makusa ein eigenes Gefängnis, das direkt mit ihrer Organisation verbunden ist. Das Makusa-Hauptquartier befand sich im Woolworth Building in der Innenstadt von New York City und die Gefängniszellen befanden sich im Keller. Es ist völlig unklar, wie lange diese Gefängniszellen schon existierten, aber wenn man bedenkt, dass die Makusa im Jahr 1693 gegründet wurde, würde ich wetten, dass es schon sehr, sehr lange her ist, dass diese gebaut wurden. Es ist durchaus möglich, dass die Gefängniszellen dort waren, bevor das Gebäude überhaupt erst gebaut wurde. Sie waren unter der Erde versteckt. Berichten zufolge befanden sich im Hauptraum hunderte von käfigartigen Zellen, die übereinander gestapelt waren, wie man es in einem Hundezwinger erwarten würde. Und in ihrer Mitte des Hauptraums befand sich eine große Treppe mit Eisengittern auf beiden Seiten, die auf das Dach des Woolworth-Gebäudes führte. Das Gebäude war zwar sauber und relativ gepflegt, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Gefangenen dort eine gute Erfahrung machten. Die Gefangenen waren in seltsamen dunklen Räumen ohne Fenster untergebracht, die nur durch eine bedrohlich aussehende Eisentür mit einem winzigen Schiebefenster geöffnet werden konnten. Kommen wir nun zu einem Gefängnis, das wahrscheinlich alle von euch kennen, das Gefängnis Azkaban. Azkaban wurde im 15. Jahrhundert erbaut und ab dem Jahr 1718 als Haftanstalt genutzt. Es beherbergte einige der finstersten Hexen und Zauberer, die jemals in der Zaubererwelt gewandelt sind. Der Name Azkaban ist eine Mischung aus Alcatraz, einem berühmten Muggelinselgefängnis, und Abaddon, einem hebräischen Wort, das Ort der Zerstörung bedeutet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, bevor die Festung erbaut wurde, war Azkaban nur eine Insel, aber der erste Bewohner der Insel, Echristus, der die Insel fand, beschloss sie in sein eigenes kleines Experiment der dunklen Künste zu verwandeln. Echristus war ein dunkler Zauberer, der die schlimmsten Formen der dunklen Magie praktizierte und er war dafür bekannt, Seeleute auf die Insel zu locken und sie dann zu foltern und zu töten. Bevor er dort ankam, war er verrückt, aber nachdem er eine beträchtliche Zeit dort verbracht hatte, drehte er völlig durch. Während Echristus dort lebte, versah er die Insel mit Tarnzaubern, damit niemand sie finden konnte. Nach seinem Tod wurden diese Tarnzauber schließlich aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte das britische Zaubereiministerium die Insel erstmals. Das Untersuchungsteam des Ministeriums, das zuerst nach Azkaban reiste, weigerte sich darüber zu sprechen, was sie gesehen haben, außer der Tatsache, dass die Insel mit Dementoren verseucht war. Im Laufe seiner Geschichte war Azkaban die Heimat vieler Hexen und Zauberer, darunter Percival Dumbledore, Bartemius Crouch Jr. und verschiedene Lestranges, um nur mal ein paar von ihnen zu nennen. Obwohl die Insel anfangs unter großer Beobachtung stand, erkannte das Ministerium, dass es die Insel nutzen konnte, um Übeltäter zu inhaftieren. Und so taten sie dies und begannen Menschen nach Azkaban zu verurteilen. Das Zaubereiministerium war der Ansicht, dass die kleineren, über das ganze Land verstreuten Zauberergefängnisse ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellten und die Bürger in Gefahr brachten. Azkaban ist aufgrund seiner abgelegenen Lage unter vielen Dementoren, die für die Sicherheit der Gefangenen sorgen und die dafür sorgen, dass die Gefangenen in Schach gehalten werden, das ultimative Gefängnis. Wer vor Ablauf seiner Strafe aus Azkaban flieht, wird mit einem Schicksal bestraft, das schlimmer ist als der Tod, dem Kuss eines Dementors. Die Insel selbst liegt in der Nordsee, aber es heißt, sie sei nie auf einer Karte aufgetaucht, weder auf Muggel- noch auf magischen Karten. Es wird vermutet, dass die Insel entweder durch magische Mittel geschaffen oder auch vergrößert wurde. Ich denke, dass Echristus wahrscheinlich dafür verantwortlich war. Wenn man aber schon eingesperrt wird, dann sollte man Azkaban tunlichst vermeiden. Das nächste Gefängnis, was wir uns anschauen werden, ist der dunkle Turm von Hogwarts.
Ja, du hast richtig gehört. Es gibt ein Gefängnis in Hogwarts. In Hogwarts steht ein hoher Turm. Er ist schmal und dunkel. Dieser dunkel aussehende Turm mit dem treffenden Namen der Dunkle Turm wurde in der Tat als Gefängnis in Hogwarts genutzt. Da es sich bei diesem Gefängnis jedoch um eine Schule für Kinder handelte und da es nur ein paar Zellen gab, würde ich es eher als provisorisches Verlies bezeichnen. Der Turm selbst war 7 Stockwerke hoch. Es wurde auch berichtet, dass die Gefängniszellen nicht mit irgendwelchen Beschwörungsformeln ausgestattet waren, sondern ganz normale Zellen waren. Das machte den Turm weniger sicher als andere Zaubergefängnisse, weil er nicht durch Zauberei geschützt wurde. Auch wenn in der heutigen Zeit vielleicht kein großer Bedarf an einem Gefängnis in Hogwarts besteht, müssen wir bedenken, dass früher, vor Azkaban, die Gefängnisse über das ganze Land verstreut waren. Eine Gefängniszelle oder zumindest irgendetwas in Hogwarts, in dem man jemanden festhalten konnte, war wahrscheinlich ziemlich sinnvoll. In der Verfilmung von Der Gefangene von Azkaban wird Sirius Black in diesem Turm gefangen gehalten. In den Büchern wird er jedoch in Professor Flitwicks Büro im Westturm festgehalten. Als nächstes Gefängnis haben wir das New Yorker Hexengefängnis. Das New Yorker Hexengefängnis, das erstmals auf einem Plakat in Die fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, erwähnt wird, war eine reine Frauenanstalt für Hexen im Bundesstaat New York. Zu den ehemaligen Gefangenen gehörten einige der schrecklichsten Verbrecherhexen der Zauberergeschichte. Und alle diese Frauen waren hochgefährliche Kriminelle auf freiem Fuß, deren Verbrechen von Nomadschmord bis hin zu Gräueltaten gegen die Zauberergemeinschaft gingen. Ich denke, Bellatrix Lestrange hätte super hierher gepasst. Und damit ist die Liste der wichtigsten Gefängnisse auch schon fast vollständig. Die einzigen beiden anderen Zauberergefängnisse, die ich gefunden habe, sind das verlassene Umspannwerk, das als Gefangenenlager von den Schnappern benutzt wurde, um Muggelgeborene festzuhalten, und das verlassene Atomkraftwerk, das dazu diente, Feinde des von Todessern kontrollierten Zaubereiministeriums festzuhalten. Diese beiden Einrichtungen tauchten in den Harry Potter Spielen auf und sind im Hintergrund auf einigen Werbeplakaten in den Harry Potter Filmen zu sehen. Das einzige andere Gefängnis, wenn man es so nennen kann, ist das in Malfoy Manor stehende Verlies im Keller. Und das war's mit den Gefängnissen in der Welt der Zauberei. Mit ziemlicher Sicherheit sind das alle, von denen wir wissen, aber es gibt garantiert noch viele andere in anderen Ländern, von denen wir keine Ahnung haben. Kannst du dir vorstellen, ob diese Gefängnisse schlimmer als Azkaban sind oder doch besser? Schreib es mir gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.